Jo Leute, und heute willkommen mal wieder zurück zu Tom Clancy's Rainbow Six Shadowing Guard. Hab's immer falsch schon gesagt, ist mir jetzt wieder aufgefallen. Heute haben wir mal eine andere Map, und zwar die Map Embassy. Ein Teamkampf mit dem TM-Limit 10 Minuten, dem Score-Minute 30 Minuten. Auch mal ausnahmsweise ohne Aim-Assist. Meistens ist immer der Aim-Assist dazugeschalten, aber naja. Das ist ja immer Sache des Hosts. Auf jeden Fall spiele ich hier mit der Schrotflinte, der Shotgun und als Aufsatz die ACOG. Und das könnte man sozusagen die Schrotsniper nennen. Und das kann ich euch jetzt mal zeigen. Und bis. Ja, okay, ist jetzt vielleicht noch nicht gerade. Das ist jetzt eher eine Nahkampfstelle, also der normale Einsatzort einer Schrotflinte. Also, wer das ACOG nicht kennt, das ist eine Vierfach-Zoom-Zieloptik, die bekommt man bei der Schrotflinte schon relativ früh als Aufsatz in diesem Spiel. Wobei ich das hier gar nicht so arg als ACOG finde. Ich hoffe, ich sehe jetzt endlich mal irgendwas an. Ja, bis jetzt will ich es noch nicht unbedingt benutzen. Denn diese ACOG ist ein bisschen anders als die anderen paar. Oder hatte ich sehr viel Glück, dass der mich oder dass ich den noch getroffen habe. Hier ziehe ich mal an, denn dieser Aufsatz nimmt fast den kompletten Platz des Displays ein. Und meistens sind die ACOG doch eher um einiges kleiner, und ich finde, das ist eher schon so Richtung 8-fach-Zoom. Vom Prinzip her, von der Zoom-Stufe natürlich nicht. Ja, hier ein bisschen langsame Reaktionen bekommen. Bis jetzt haben wir noch gar nicht so richtig die Schrotsniper erkannt. Und ja, das Schrotsniper klingt wohl eher wie ein Widerspruch an sich, denn man kennt ja Schrotflinte immer bloß als die Waffe, die auf Short Range, so 4 bis 5 Meter, One-Hitten kann. Aber bei dieser Schrotflinte ist das so als in Rainbow Six. Und zwar gibt es in Rainbow Six keine Sniper, es gibt nur eine Assault Rifle, eine MP-Maschinenpistole und ein MG und die Schrotflinte. Die Schrotflinte stellt man sogar relativ früh auch noch frei. Ich bin jetzt gerade mal Level 7 und habe schon alle Aufsätze für die Waffe, ja. Und auf jeden Fall kann man eben mit dieser Waffe auf alle Ranges, das kann man jetzt hier mal sehen, 1 bis 2 hitten. Hier ein Headshot ist immer 1-Hit, egal welche Range, und Körper ist eigentlich fast immer 2-Hit. Nur man steht jetzt wirklich direkt vorm Gegner, wie man es vorher auch schon gesehen hat, als der Gegner dann gerade die Treppe hochgelaufen ist. Und ja, ich habe mich da auch mal ein bisschen informiert, denn ich wusste schon, dass die Schrotflinte nicht unbedingt bloß die einzige die absolute Short-Range-Waffe ist, sondern eine Schrotflinte kann wirklich bis zu 50 Meter weit schießen. Und 50 Meter ist wirklich eine ziemlich hohe Strecke, auch wenn die Stelle vorher, wo ich den beim Auto weggeholt habe, glaube ich auch um einiges größer war. Aber ich finde eigentlich die Idee ganz mal cool. Denn wenn man schon keine Sniper eingebaut hat, dann wenigstens durch so etwas die Abhilfe schaffen. Und insgesamt ist die auch gar nicht so schlecht, nur es ist eben das Spiel, das nicht unbedingt für Sniper-Rifles ausgerüstet ist. Oder für absolute Fernkampfwaffen. Denn hier bin ich insgesamt nicht so der Über-Aimer mit der Schrotflinte. Das erkennt man ja auch meist, wenn ich hinter einem herläufe. Die Gegner laggen öfters mal ganz gut. Das ist ja auf dem iPod insgesamt so. Also man kann lange nicht so gut spielen wie jetzt die Sniper Rifle, lange nicht so gut spielen wie beim Modern Combat. Aber für so Gegenden reizt es doch, weil das Spiel ist auch sehr vercampt auf jeden Fall. Hier hinten habe ich jetzt auch wieder einen gesehen. Das finde ich auch ganz übel. Beim Display Recorder ist das alles immer so hell. Ich habe die Stellen alle immer, also ich habe das Auto da hinten gar nicht wirklich gesehen. Ich wusste, dass da ein Auto steht, aber ich habe im Gameplay selber das Auto gar nicht gesehen. Und hier merkt man halt schon, dass ich ein sehr schlechtes Aiming mit der Waffe habe. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, einmal getroffen. Das erkennt man manchmal daran, dass dann ein bisschen Blut wegfließt. Ich finde das insgesamt ein bisschen nervig. Auch der Vierfachaufsatz, also der Vierfachscope, ist wieder eine Waffe, bei der man keinen Hitmarker kennt. Der Rotpunkt, bei dem erkennt man es sonst, glaube ich, nirgends. Oder ich weiß nicht, holographisch habe ich noch nicht freigeschalten. Aber sonst erkennt man InScope bei den meisten Aufsätzen eben keine Hitmarker. Und das finde ich eine sehr schadende Sache. Schade, eine Sache. Ne, da muss man immer ziemlich genau hinschauen, dass man überhaupt weiß, ob man den Gegner schon mal getroffen hat. Und das macht wirklich, oder das ist wirklich ein bisschen blöd. Und insgesamt ist das auch eben nicht die perfekte Waffe. Deswegen ist das Gameplay auch nicht der Über-Aiming oder der Übershit. Weil einfach, ja, ich spiele lieber mit der Assault Rifles. Die Maschinenpistole würde ich auch mal gerne endlich freischalten. Das nervt mich noch so ein bisschen, dass man hier gar nicht weiß, wann man was freischaltet und so weiter. Und die Levels sind auch sehr hoch. Ich habe schon zu die eine oder andere Spielstunde, bin immer noch Level 7. Und jetzt absolutes Long Range mit der Pistole.
gehe ich ja mal so ab, weil bei der Pistole ist so, die ist nicht halb out, oder ja, weiß nicht, wie man es sagen soll. Auf jeden Fall kann man bei der Pistole, muss man für jeden Schuss einmal antippen. Und das ist was, wo nur sehr schwer von der Hand geht, gerade beim iPod, wenn man ja zum Aimen irgendwie einen zweiten Finger braucht, wo man nicht gerade mit Gyrosensor spielt. Und vom Gyrosensor bin ich insgesamt nicht so der Überfan. Und von dem her ist dann für mich eigentlich Pistol eine absolut scheiß Waffe, weil dann kann man eben nur aimen in dem Moment, in dem man nicht schießt. Und ja, man sieht ja, wie man dabei verkackt, wenn der Gegner sich ein bisschen bewegt. Wenn jetzt gerade nur nicht der Gegner einfach bloß rumsteht und man ganz in Ruhe auf den draufhauen kann. Dann sterbe ich aber auch gleich wieder. Habe ich endlich mal wieder Hauptwaffenmunition. Das ist ein bisschen nervig hier, dass man seine Nebenmunition nicht auffüllen, oder nein, seine Munition insgesamt nicht auffüllen kann und auch keine Waffen des Gegners aufnehmen kann. Das Gameplay neigt sich auch schon langsam dem Ende. Ich hole jetzt hier noch so den einen oder anderen weg mit meinem Überaiming. Und ja, die Map, finde ich, geht eigentlich auch noch ganz gut. Da habe ich auch schon mal ein Spiel gehabt, wo endlos war, aber ich dann ja doch irgendwann auch wieder aufgehört habe. Aber ich hatte einen ziemlich guten Score, irgendwas mit über 100 Kills zu vielleicht 60 oder so, keine unbedingt 2 KD, aber naja, zum Schluss kommen würde ich sagen, dass das eine ganz coole Idee ist, besser als gar keine Sniper, auch wenn es wirklich dem Realismus ein bisschen entgegensetzt, gerade die Stelle, wie ich da immer zum Auto rüberschieße, das sind weit über 50 Meter und den habe ich gerade mit einem Kopfschuss gewone-hittet und wenn das wirklich so Streumunition wäre, wäre das im echten Leben wohl nie nicht so gut gewesen. Dafür hält sich aber auch der Rückstoß ganz gut in Grenzen bei dieser Waffe. Jetzt ist das Ganze auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Deslimfrill. Ciao.